Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der 21. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die wunderbare Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Mittag, Frau Kneißl. Einen schönen Sonntag Ihnen, lieber Fabio von Witzleben, und all unseren Hörern. Ja, Frau Kneißl, ich sehe Sie jetzt das erste Mal in diesem Jahr wieder in Ihrem Büro in St. Petersburg an der Universität. Vielleicht möchten Sie zu Beginn einmal unseren Zuhörern erzählen, wie geht es Ihnen? Die haben ja sicherlich mitbekommen, dass Sie zu Beginn des Jahres einen Unfall hatten. Also wie geht es Ihnen, Frau Kneißl, und wie ist es wieder zurück im Büro zu sein? Wie fühlt sich das an, Frau Kneißl? Das ist sehr nett, dass Sie nachfragen nach meinem Gesamtwohlbefinden. Ich habe wirklich sehr, sehr viele sympathische Nachrichten bekommen. Und die ersten Tage war ich etwas danieder, nicht nur wegen der Schmerzen, sondern aufgrund der Gesamtperspektive, dass ich mindestens 2 Monate lang keine Hunderunde selber drehen kann. Aber ich habe das Glück, dass ich zum einen eben aus dem Spital entlassen wurde. Wir haben ja den letzten Podcast schon von zu Hause gemacht. Und am 18. Januar, Donnerstag, war ich erstmals in meinem Büro hier wieder. Ich wurde wirklich herantransportiert. Wir haben unsere erste Wochensitzung gemacht und auf meinen 59. Geburtstag angestoßen. Bloß fühle ich mich gegenwärtig wie 95 und nicht 59. Aber es war trotzdem sehr, sehr nett, mit den Kollegen einfach so wieder so etwas wie ein Glas Sekt zu trinken und Kaviarbrötchen, und es war wirklich ein nettes Beisammensein. Ich habe sehr viele nette Geschenke, viele, viele Blumen bekommen, aber auch Bücher und andere nette Geschenke. Auch einen kleinen Drachen zum Anhängen für das Jahr des Drachen. Das heißt, höre ich das richtig raus, Frau Kneißl, Ihnen, Sie sind wieder wohlauf, Ihnen geht es wieder besser. Höre ich das richtig, ja? Ja, ich bin froh, dass ich das sagen darf. Also es ist so ein Auf und Ab, wie das in so einem Heilungsprozess ist. Vor ein paar Tagen schmerzte das Bein sehr. Mir hat ein Orthopäde dann erklärt, dass der Bruch wirklich viel, viel komplexer war, als ich ursprünglich mitbekam. Ich habe im Spital wirklich aufgrund nicht meiner nicht vorhandenen Sprachkenntnisse nicht ganz verstanden, worum es geht. Ich dachte, ich habe nur einen Bruch des Kniegelenks. Aber es ist offenbar ein sehr komplizierter Bruch. Ich habe Glück im Unglück gehabt. Erstens, dass wirklich sich ein Chirurg fand, der seinen Urlaub unterbrach, um mich zu operieren. Also, weil es war, der ist der Experte für derartige Operationen, und den brauchten sie offenbar, weil sie sagten, der Bruch war so kompliziert. Und auch eine Arterie betroffen war. Also ich hatte Glück im Unglück, und ich habe das wirklich anfangs vielleicht auch Gott sei Dank nicht mitbekommen, wie kompliziert das Ganze war. Jetzt hoffe ich, dass mit viel Beinhochlagern in den nächsten Tagen darf ich dann auch mit der Physiotherapie richtig beginnen. Und dann werde ich auf den Krücken herumhumpeln, derzeit im Rollstuhl, und dann hoffentlich eines Tages wieder richtig spazieren gehen können. Das ist meine große Sehnsucht. Ja, Frau Kneißl, dann drücke ich Ihnen von Herzen die Daumen, dass das bald wieder möglich sein wird. Und ja, lassen Sie uns jetzt auch gerne wie jede Woche in das politische und geopolitische Geschehen der vergangenen Woche reinblicken. Denn zu Wochenbeginn findet das diesjährige internationale Weltwirtschaftsforum, das WEF, unter dem Motto Rebuilding Trust in Davos statt. Und wie jedes Jahr kamen dort diese Woche die wichtigsten Regierungsvertreter der westlichen Welt zusammen mit einflussreichen Akteuren aus Wirtschaft, Finanzen und Militär zusammen. Ja, dabei ging es auch um den Ausbruch einer noch unbekannten Krankheit, genannt Disease X, die 20-mal mehr Todesopfer als Covid zur Folge haben könnte. Der WHO-Chef Tedros sagte vor Ort, es benötige ein Frühwarnsystem und Investitionen
in die Gesundheitsversorgung, damit bei Bedarf hochgefahren werden könne. Er warb auch für den geplanten Pandemievertrag, mit dem die Mitgliedstaaten bei Pandemien koordiniert vorgehen können. Dieser soll dann im Mai diesen Jahres unterschrieben werden. Und auf einem Panel sagte er, ich zitiere ihn einmal, der andere Schlüssel zur besseren Vorbereitung und zum Verständnis von Disease X ist der Pandemievertrag. Der Pandemievertrag kann alle Erfahrungen, alle Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, und alle Lösungen in sich vereinen. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn dieses Treffen jetzt diese Woche in Davos verfolgt? Wir kamen ja im letzten Podcast schon mal kurz über das WEF zu sprechen. Also wie haben Sie dieses Treffen verfolgt und wie schätzen Sie auch diese Aussagen einer möglichen Disease X vom WHO-Chef Tedros ein? Also ich persönlich hatte nur einmal die Gelegenheit, am Weltwirtschaftsforum in Davos teilzunehmen. Das war im Januar 2019. Ich habe letzte Woche schon gesagt, mich hat es nicht vom Sessel geworfen, weil ich habe dort eigentlich nur eine Art, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, aber er passt in die Schweizer Berge, einen Almauftrieb von sehr, sehr vielen Leuten, die wenig Zeit füreinander haben, erlebt. Also es fehlt wirklich am Faktor Zeit, dass man sich hinsetzt und füreinander Zeit und Gespräche nimmt. Jeder hüpft so ein bisschen von einem Panel zum nächsten, gibt viele Interviews und diesmal habe ich es wie so oft nur über den Weg der Berichterstattung mitverfolgt. Ich las zu dem Zweck einige Schweizer Tageszeitungen und online Bloomberg. Und das vielleicht das allererste Statement von meiner Seite zum Weltwirtschaftsforum. Die wesentliche Sorge der 1400 befragten CEOs, weil das Weltwirtschaftsforum immer vor dem Treffen so eine Art Umfrage macht, was ist für die wesentlichen Konzernchefs das Hauptthema? Und das Hauptthema ist nicht ein Pandemievertrag, es ist nicht die Inflation, es ist nicht die Stagflation, also diese Mischung aus Rezession und Inflation, die viele ja auch bewegt. Nein, das Hauptthema von 1400 befragten Konzernchefs ist Geopolitik, ist politische Unsicherheit. Sozusagen angesagt, wie geht's weiter in den vielen Konfliktherden, die wieder aufgebrochen sind? Wir werden jetzt später dann noch zu vielleicht das diskutieren, die Iran, Syrien, Pakistan. Aber es sind alte und neue Konfliktherde da und es ist viel mehr Geopolitik, welche die Debatten beherrscht, als jetzt die nächste Pandemie. Zu Ihrer Frage zu diesem Pandemievertrag und dem Virus X. Ja, ich habe das eben über die Berichterstattung, eine oder andere YouTube-Video, an dem WHO-Chef auch teilnahm, verfolgt. In meiner Beobachtung der letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre, ich habe mir immer das Weltwirtschaftsforum von seiner Agenda her angesehen. Das Wort Pandemie kam immer wieder vor, ja. Aber noch viel brisanter erscheint mir die Problematik der antibiotikaresistenten Bakterien. Das heißt, wenn der wesentliche wissenschaftliche Durchbruch des 20. Jahrhunderts war zweifellos das Penicillin. Und wenn Antibiotika nicht mehr wirken, weil einfach die Bakterien resistent sind, und das hat viele Ursachen, unter anderem den Masseneinsatz von Antibiotika in der Fleischindustrie, also in der Art der intensiven Tieraufzucht, das ist meines Erachtens ein viel größeres Thema, das das WEF vor vielen Jahren schon auf der Agenda hatte, damals unter den 10 größten Imminent Threats, glaube ich, war es auf Rang 7 oder 8. Ich habe das auch in Vorträgen ein paar Mal darauf hingewiesen. Jetzt ist die Rede wieder von einem Virus X mit den von Ihnen beschriebenen Attributen. Ich sage jetzt einmal, ohne wirklich den Einblick zu haben, was die WHO bewegt. Die WHO war sehr lange eine eher vernachlässigenswerte Größe im Konzert der Wirtschaft, der großen Akteure. Die WHO ist jetzt ein wesentlicher Akteur. Vielleicht möchte man auch nicht diese Bühne verlieren und meldet sich daher mit bestimmten Prognosen.
Aber andererseits haben wir natürlich auch die Erfahrung vieler Gesellschaften mit WHO-Aussagen und mit Prognosen, die dann nicht so eintrafen, mit einer noch nicht vorhandenen Aufarbeitung der Covid-Maßnahmen, egal ob jetzt in Deutschland oder Australien oder sonst wo, wo sie auch besonders fragwürdig waren. Schwer zu sagen, aber das Weltwirtschaftsforum 2024, soweit meine Wahrnehmung und damit auch für unseren Podcast vom Thema her, es geht um Geopolitik. Und darüber möchten wir jetzt auch sprechen, Frau Kneißl. Und da komme ich noch mit einem weiteren Gast zu sprechen, nämlich Zelensky, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, war auch vor Ort beim WEF und hat dieses Mal auch vor Ort gesprochen und nicht wie letztes Jahr, wo er noch per Videoschalte zugeschaltet war. Und er hat sich dort bei seiner Rede vor den Regierungsvertretern und Wirtschaftsvertretern über die unzureichende Militärhilfe und die Ineffektivität der Sanktionspolitik gegen Russland beschwert. Er sagte, hätte der Westen entschlossener gehandelt, gäbe es heute weniger Probleme mit Russland. Er nannte bei seiner Rede den russischen Präsidenten Putin ein Raubtier. Und es kam auch zu vor Ort diplomatischen, nennen wir sie mal, Spannungen zwischen China und der Ukraine, denn China, wie verlautbart worden ist, habe die Bitte der Ukraine abgelehnt, in Davos ein Treffen zwischen dem chinesischen Premierminister Li Qiang, der auch zum Weltwirtschaftsforum in die Schweiz gekommen war, und dem ukrainischen Präsidenten abzuhalten, so hieß es zumindest in der Zeitung Politico. Die chinesische Seite habe sich nicht mit Zelensky getroffen, und zwar absichtlich und nicht aufgrund von Terminproblemen, hieß es dort. Frau Kneißl, haben Sie die Rede von Zelensky verfolgt? Und falls nicht, wie haben Sie diese diplomatischen Spannungen zwischen China und Zelensky vor Ort? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl? Das gab eine gewisse Erwartungshaltung. Vielleicht war sie auch mehr inszeniert als real, dass diese, ich glaube, mittlerweile 78 Partner für die Friedensformel Ukraine, die Zelensky eben vorantreibt, ohne Einbindung der Russischen Föderation, also die waren noch bei keinem dieser Treffen eingeladen, da sollte am Rande von Davos auch so ein Treffen stattfinden. Und da wollte man, soweit ich verstanden habe, auch China dabei haben, weil es gibt ja auch mittlerweile einen Sondergesandten der chinesischen Regierung für die Ukraine-Frage. Dazu kam es dann nicht. Vielleicht hat Zelensky dann, um das Ganze sozusagen einzufangen in der PR-Schlacht, er hat dann verlautbaren lassen, ich wollte mich ja gar nicht mit dem chinesischen Ministerpräsidenten treffen, weil es war ja nicht Präsident Xi da, sondern nur der chinesische Ministerpräsident. Ich bin Präsident der Ukraine und für mich ist der Ministerpräsident Chinas niederrangig, also kein Gegenüber. Es ist schwer, das zu bewerten, und ich würde sagen, es ist eigentlich auch eine Kindergarten-Sandkastenhackerei. Es ist kindisch, was hier Zelensky von sich gibt. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Kommentierung, und die Chinesen werden sich auch ihren Reim darauf gemacht haben, denn von einem so wichtigen Land wie der Volksrepublik China empfängt man auch als Präsident den Außenminister oder den Ministerpräsidenten oder wie auch immer, jedenfalls hält es so das russische Protokoll. Also auch ein Präsident Putin trifft einen chinesischen Ministerpräsidenten, wenn dieser zu Gast in Moskau ist, wie das zuletzt mehrfach der Fall war. Also das ist ein protokollarisches Kinderhickhack, was die ukrainische Seite hier von sich gegeben hat. Und offenbar, so die Financial Times in einem Bericht, das Einzige, was man zu der Frage Ukraine und Davos vielleicht in Händen hat, ist ein Abschlussfoto. Aber es gibt keine Erklärung, es gibt keine Fortschritte. Die waren meines Erachtens auch nicht zu erwarten, weil seitdem dieses Format existiert, war Russland nie mit an Bord. Also was soll das Ganze? Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns den
Blick wie immer ein wenig weiten und noch über ein Ereignis zu sprechen kommen, das wir letzte Woche im Podcast nicht mehr noch mit reinbekommen haben, da es zeitlich analog zu unserer Aufzeichnung lief. Und zwar hat das US-amerikanische und das britische Militär vergangenen Donnerstag diverse Angriffe auf mehrere Houthi-Ziele in den von dem Houthi kontrollierten Gebieten in Jemen gestartet. Dies sei laut US-Wahrnehmung eine wichtige Reaktion, nachdem Biden und der enge Partner Großbritannien in der Vorwoche davor gewarnt hatten, dass die vom Iran unterstützte Gruppe die Konsequenzen der wiederholten Drohnen- und Raketenangriffe, auf die wir hier in unserem Podcast auch schon mehrfach jetzt gesprochen hatten, auf die Raketenangriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer tragen müsste. Die USA und Großbritannien attackierten nach eigenen Angaben mithilfe der Niederlande, Kanadas und Bahrains Stellungen der Houthi. US-Präsident Joe Biden teilte auch den US-Medien mit, er habe die Angriffe als direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf internationale Seeschiffe im Roten Meer angeordnet. Ja, und jetzt haben daraufhin etliche Reedereien schon wegen der Angriffe der Houthi-Miliz die Route durch das Rote Meer verlassen, befahren sie nicht mehr, und auch aus Angst vor einer Ölkatastrophe zieht laut einem Medienbericht nun auch Shell nach und wird keine Frachtschiffe mehr durch die Meerenge schicken, und auch das staatliche Unternehmen Qatar Energy hat seine Schiffe zurückgeschickt, beziehungsweise lässt sie die längere Route fahren rund um unten um Südafrika, das Kap der guten Hoffnung entlang. Frau Kneißl, was sind denn Ihre Gedanken dazu, zu dieser Eskalation? Wie blicken Sie darauf? Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung für unsere Hörer und für uns beide auch. Die neue Gewaltspirale im Gazastreifen begann offiziell am 7. Oktober mit dem Angriff der Hamas auf Israelis. In der Folge die Landinvasion der Israelis und mit den nachfolgenden Tausenden von Toten und Zerstörungen. Mitte Dezember gab es zum ersten Mal Berichte über Kapern von Handelsbooten, Schiffen, die eine Verbindung zu Israel aufweisen konnten. Also da ging es um Miteigentümer, die im israelischen Firmenregister sind. Und plötzlich sahen wir jemenitische Helikopter, Schnellboote, die also Akte der Piraterie betrieben. Und im Jemen fanden groß angelegte Solidaritätskundgebungen zu Gaza statt. Das wurde dann wiederum im Blätterwald der arabischen Medien auch darauf das so interpretiert und auch in den sozialen Medien. Keiner der großen arabischen Brüder handelt, aber die Jemeniten handeln. Und wer unter den Jemeniten? Jemen ist ein großes und auch kaputtgeschossenes Land. Letzter große Krieg war der Angriff der saudischen und emiratischen Verbände vom März 2015. Dieser Krieg ist im Auslaufen der letzten zwei Jahre. Also da kam es zu diversen Waffenpausen und Neuverhandlungen. Aber das war ja nicht der einzige Krieg, den der Jemen zerriss. Für die älteren Semester unter uns, wie meine eins, in den 80er Jahren hatten wir noch einen Nord- und einen Südjemen, einen dem Westen und einer der kommunistischen Welt ausgerichteten Jemen. Die Wiedervereinigung des Jemens zu Beginn der 90er Jahre wurde gern und oft mit der deutschen Wiedervereinigung politologisch sozusagen aufgearbeitet. Natürlich war das alles andere als einfach und ging auch nicht so glatt über die Bühne. Der Jemen wurde immer wieder Schauplatz zu Auseinandersetzungen, hat viele, viele Ursachen, unter anderem auch alte Stammesproblematik. Es geht aber auch um unklare Grenzen, es geht um Wasser, es geht um Bodenschätze und natürlich Einmischung von außen. Jedenfalls ein Wort vielleicht noch zum Jemen. Es ist in gewisser Weise die Wiege der arabischen Zivilisation, es ist die Wiege der arabischen Schriftsprache, und
der Jemen gehört mit dem Oman zu den ältesten Zivilisationen auf der arabischen Halbinsel. Saudi-Arabien, die Emirate, Katar, das sind alles sehr, sehr moderne Staatsgründungen. Ich vergleiche sie etwas ironisch manchmal mit dem Begriff Supermärkte in der Wüste, weil sie sehr künstliches, eben moderne Gebilde sind, während wer ein wenig den Jemen kennt, dort ist eben nicht nur Archäologie, sondern in gewisser Weise wurden dort auch die ersten mehrstöckigen Gebäude einer Hochkultur errichtet, fast hochhäuserartig, Lehmbauten. Und der Jemen ist einfach eine alte Zivilisation. Zurück zu dieser Situation im Roten Meer. Plötzlich kamen sozusagen jemenitische Kämpfer, nämlich jene der Ansar-Allah-Gruppe, Diener Gottes, Unterstützer Gottes, auch Houthi-Milizen genannt. Der Name Houthi stammt an sich von einer Familie, einer Stammesfamilie, ja, die eine Rolle spielte, immer noch spielt. Es gibt mehrere Namen für sie jedenfalls. Diese Gruppe ist nicht Teil der sunnitischen Glaubensgemeinschaft, sondern eine der Schulen der Schia. Und soll und ist wahrscheinlich auch in enger Verbindung mit der Islamischen Republik Iran. Das heißt, die von mir vorhin erwähnten Schrauber und Schnellboote kommen aus dem Iran. Und die Raketen, die in Richtung Israel, Elat, abgeschossen wurden, kommen auch aus dem Iran. Jetzt hat sich der Jemen eingemischt in den Kriegsschauplatz Gaza und gesagt, Israel gehört boykottiert, was Handelsschiffe anbelangt. Daraufhin hat Washington sich bemüht, so etwas wie eine Marineallianz zu schaffen, um wiederum die Houthis in die Grenzen zu weisen, in die Schranken zu weisen. Das gelang mehr schlecht als recht. Also Großbritannien und Deutschland haben Ja gesagt. Spanien, Frankreich, Italien wollen nichts damit zu tun haben. Also da ist kein sogenannter westlicher Konsens dafür da. Jedenfalls, ja, am Donnerstag, vorletzte Woche kam es eben zu diesem Beschuss jemenitischer Positionen. Als das begann, war für mich in gewisser Weise klar, dass Washington und London jetzt ganz klar eine Front gegen den Iran eröffnen. Und das kam dann doch für mich überraschend, weil Washington in den letzten vier Monaten seit dem Beginn des Gaza-Krieges eher daran Interesse hatte, dass es nicht zu einer solchen offenen Front kommt, dass nicht es zu einer Einmischung der Hisbollah, die ja auch dem Iran zugeordnet werden kann, in eine Schlacht mit der israelischen Armee kommen könnte. Und jetzt beginnen amerikanische und britische Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte hier im Roten Meer Krieg zu führen mit den Houthis und damit Krieg zu führen mit dem Iran. Ein allerletztes Wort, ich habe unter diesem Titel auch einen Kommentar für eine russische Tageszeitung geschrieben. Es gibt eine alte Weisheit, wenn man so will, aus der Militärgeschichte. Man möge nie Krieg führen gegen Jemeniten, Afghanen und Kurden, weil steigt man sozusagen immer als Verlierer aus. Und die Tatsache, dass jetzt hier diese Schlacht gegen den Jemen tobt, ich würde mal sagen, Washington und London sind hier in eine offensichtliche Falle getappt, aus der sie so schnell nicht wieder rauskommen werden. Ja, und der Iran stand die Woche wegen eines anderen geopolitischen Großereignisses im Vordergrund. Und zwar hat Pakistan nach einem iranischen Luftangriff auf sein Territorium jetzt nach eigenen Angaben seinerseits Extremisten in Iran angegriffen. Das pakistanische Außenministerium sprach am Donnerstag von gezielten militärischen Präzisionsangriffen gegen Terroristenverstecke in der iranischen Provinz Sistan. Das liegt im Südosten des Irans. Dabei seien laut pakistanischen Aussagen mehrere Terroristen getötet worden. Auch das pakistanische Außenministerium teilte mit, die Angriffe seien angesichts glaubwürdiger Geheimdienstinformationen über bevorstehende terroristische Aktivitäten von großem Ausmaß beschlossen worden. Pakistan respektiert die Souveränität und territoriale Integrität der Islamischen Republik Iran voll
kommen, fügte das Ministerium hinzu. Frau Kneißl, eine weitere Eskalation in dieser Region und das eigentlich von Ländern, die beide mit China verbunden sind. Wie sehen Sie denn diese weitere Eskalation zwischen Pakistan und Iran? Wie sind da Ihre Gedanken dazu? Ja, also es scheint sich zu verkomplizieren und das zwischen militärischen Akteuren, die über gewaltige Waffenarsenale verfügen, weil zu unserer aller Erinnerung, Pakistan ist gemeinsam mit Indien auch zu einer Atommacht aufgestiegen. Alle waren etwas überrascht, als 1998 die ersten Atomtests in Pakistan liefen. Das ist dem alten Wettrüsten zwischen Indien und Pakistan zu verdanken. Beim Iran zerbricht man sich seit Jahrzehnten den Kopf. Wie kann man den Iran davon abhalten, doch zur Atommacht zu werden? Das atomare Arsenal ist, glaube ich, hier gar nicht das Problem, sondern es ist das konventionelle Arsenal, weil diese Langstreckenraketen, die der Iran einsetzte gegen Stellungen von kurdisch, vermeintlich auch israelischen Spionageeinheiten im Nordirak und in Syrien, haben eine Reichweite von rund 1200 Kilometern, also genauso weit wie Tel Aviv und Haifa, wenn man es sozusagen dann auf einer Ellipse abbildet. Und in Reaktion auf diesen Raketenbeschuss, der eben zum Teil eben Irak und Syrien erfasste, plus den Angriffen auf pakistanisches Staatsgebiet, das der Iran rechtfertigt mit dem Hinweis darauf, dass von eben diesen Positionen in den letzten Jahren immer wieder Terroranschläge ausgeführt worden wären gegen iranische Interessen. Es ist alles einen hohen Grad nochmals brisanter und komplizierter geworden, weil, wie Sie auch richtig hinweisen, sowohl der Iran als auch Pakistan sind enge, aber wirklich engste Verbündete der Volksrepublik China. Meine Hoffnung ist jetzt mal darauf gerichtet, dass Peking hinter den Kulissen versucht, einen Ausgleich zwischen diesen beiden wichtigen Partnern für Peking zu gewinnen. Pakistan ist wichtig für China, weil es ist sozusagen das Gegengewicht zu Indien, zum unmittelbaren Rivalen Chinas. Daher diese Allianz mit Pakistan, die schon relativ alt ist. Und der Iran ist vor 2-3 Jahren ich glaube, 25-jährige strategische Partnerschaft mit China eingestiegen. Und China kann kein Interesse haben, dass es zwischen diesen beiden wichtigen Partnern zu einem anhaltenden Konflikt kommt. Das heißt, möge hier die chinesische Diplomatie einen Schlüssel finden, um einen Ausgleich zu erreichen. Aber selbst wenn das geschieht, bleiben immer noch offen die Konfliktherde als solche im Roten Meer. Und das Rote Meer mit der Verbindung der Suezkanal-Mittelmeer wird immer mehr zu einem Hasardspiel, weil, wie Sie eingangs auch darauf hingewiesen haben, viele Reedereien bevorzugen nun den langen und teureren Weg rund um den afrikanischen Kontinent. Der Suezkanal wurde im 19. Jahrhundert gebaut, um eben Meilen zu sparen und Kosten zu sparen. Jetzt sind die Gebühren im Suezkanal gestiegen und hinzu kommt auch noch die interessante Entwicklung, ein gewisser Treppenwitz der Geschichte, dass nämlich große Versicherungsfirmen beginnen, sich zu weigern, US-amerikanische, britische und israelische Frachtschiffe zu versichern im Roten Meer, mit dem Hinweis, das wird jetzt mittlerweile alles zu brisant, weil die Houthis haben gesagt, nach diesen Angriffen erklären wir jedes britische und amerikanische Ziel zu einem legitimen Ziel. Kurioserweise, es ist ja fast eine Geschichte, wir erinnern uns, im Herbst 2022 sagten große Versicherungsunternehmen, wir versichern keine Schiffe mehr, die russisches Erdöl transportieren, und wollten damit sozusagen den russischen Exportweg trockenlegen. Den Russen gelang es dann, eine sogenannte Schattenflotte auf die Beine zu stellen, und sie fanden trotzdem noch Reeder, Ölhändler, die bereit waren, russisches Öl nach Indien, China und so weiter zu bringen. Nun, ein Jahr später haben wir die kuriose Situation, dass Versicherungsunternehmen sagen, wir versichern
keine britischen und US-amerikanischen Handelsschiffe mehr. Es ist uns zu brisant. Und ohne Versicherung geht's nicht. Ja, sie können kein Frachtschiff losschicken, ohne dass hier ein Versicherungspolice abgeschlossen ist. Vor allem, wenn es um so brisante Ladegüter wie Öl geht, aber auch um anderes. Weil im Falle einer Havarie muss das irgendjemand wegputzen und löschen. Und diese Versicherungspolizen sind recht hoch. Das heißt, die Unternehmen verlieren Geschäft oder sind bereit, dieses Geschäft einzubüßen, weil sie der Überzeugung sind, US-amerikanische und britische Frachtschiffe sind mittlerweile zu gefährlich für eine Versicherung innerhalb des Roten Meeres. Und das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Versorgungswege. Ich habe nur ganz kurz versucht zu erörtern, was in den deutschen Medien dazu geschrieben wird. Und dann liest man so Aussagen von deutschen Politikern, wie, naja, das bringt die IKEA-Versorgung sozusagen in Verzug. Also es geht um sehr viel mehr als die IKEA-Lieferungen für den deutschen Kunden. Es geht hier um die Frage wichtiger Rohstoffe, die vielleicht nicht mehr geliefert werden können. Es geht auch um eine Frage der Inflation. Wenn diese Versicherungspolizen ansteigen, wenn die Frachtkosten ansteigen, dann ist das alles natürlich auch wiederum ein Inflationstreiber. Mhm. Ja, das heißt, da unten steht gerade einiges auf dem Spiel. Wir werden das auch hier in unserem Podcast jetzt weiterhin verfolgen, wie sich die Situation dort weiterentwickelt. Ja, und Frau Kneißl, ich möchte jetzt mit Ihnen noch über ein Ereignis zu sprechen kommen, über das wir diese Woche in den deutschen und westlichen Medien kaum etwas beziehungsweise gar nichts gehört haben. Denn der chilenisch-US-amerikanische Blogger und Journalist Gonzalo Lira ist in einem ukrainischen Gefängnis gestorben. Das veröffentlichte jetzt das US-Außenministerium. Gonzalo Lira, der zum Zeitpunkt seines Todes erst 55 Jahre alt war, lebte in Charkow und bloggte unter dem Namen Coach Red Pill. Er hatte auch sehr starke, einflussreiche Twitter- und YouTube-Kanäle. Und ja, er wurde jetzt das letzte Mal im Mai letzten Jahres 23 vom ukrainischen Sicherheitsdienst SBU verhaftet und beschuldigt, die ukrainische Führung und das Militär zu diskreditieren. Sein Vater Gonzalo Lira Senior, schrieb in einer Mitteilung, ich zitiere sie einmal, ich kann nicht akzeptieren, wenn mein Sohn gestorben ist. Er wurde 8 Monate und 11 Tage lang gefoltert, erpresst und in Isolationshaft gehalten. Und die US-Botschaft hat nichts getan, um meinem Sohn zu helfen. Die Verantwortung für diese Tragödie trägt der Diktator Zelensky mit dem Einverständnis eines senilen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie denn zum Tod des US-Journalisten und was sagen Sie auch dazu, dass man hier in den westlichen deutschen Medien wirklich gar nichts dazu findet? Es ist wieder mal das alte Thema der Scheinheiligkeit, beide Augen zu drücken vor Realitäten. Gonzalo Lira lebte meiner Erinnerung nach bereits seit dem Jahr 2008 in der also im östlichen Teil der Ukraine. Und er schrieb zu einem sehr frühen Zeitpunkt über die dramatische Verschlechterung der Verhältnisse, über die Lage der russischsprachigen Volksgruppe, die er dort die Mehrheit stellt, Verbot der russischen Sprache und vieles andere, was in den letzten Jahrzehnten erfolgte, was der Westen an sich nicht mal so richtig zur Kenntnis nahm. Und der strafrechtliche Vorwurf, der ihm gemacht wurde, war, er würde sozusagen Desinformation machen. Das trifft ja auch Sie und mich. Wir beide fallen ja auch unter diesen Straftatbestand. Damit ist man heute sehr rasch bei der Hand. Dass er war mit einer Ukrainerin auch verheiratet und lebte an sich in der Ukraine und berichtete von dort, hatte immer wieder Verhöre, aber er ist bei seiner Arbeit geblieben.
Der Vorwurf des Vaters ist nachzuvollziehen, weil es ist an sich die Aufgabe eines Konsulats, sich um Staatsbürger zu kümmern, die in Notlage geraten sind, egal ob verschuldet oder unverschuldet, egal ob sie jetzt mit Drogen erwischt werden oder ihnen der Vorwurf gemacht wird, sie wären politisch aktiv. Ein Konsulat hat sich um seine Staatsbürger zu kümmern. Ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung und ich weiß auch aus meiner Erfahrung als Ministerin, ich habe mich um Konsulatsfälle sehr intensiv immer gekümmert. Ich bin mit einem, weil ich das sehr ernst genommen habe, unsere Aufgabe als konsularischen Schutz. Ich weiß aber, dass bedauerlicherweise auch in vielen europäischen konsularischen Diensten Teil des Außenministeriums diese Aufgabe nicht entsprechend ernst gemacht wird, wahrgenommen wird. Also der Schutz der jeweiligen Staatsbürger in dem Moment, in dem sie in irgendeiner Weise mit einem mit dem Gesetz eines Staates, in dem sie sich aufhalten, in Konflikt geraten sind, dieser Schutz wird nicht immer in dem Umfang sozusagen wahrgenommen, nicht immer so ernsthaft. Also es ist viel eine Frage der Praxis, es ist viel eine Frage des Engagements auch von der politischen Spitze her. Ich habe das, wie gesagt, immer sehr ernst genommen, aber ich habe auch, also als mir ist persönlich einmal, ich habe es in meinem Buch beschrieben, mein Nahosten, das im Jahr 2014 erschien, ich kam in eine solche Zwangslage im Jahr 1988, als ich damals in Syrien mich aufhielt, und ich erfuhr damals als österreichische Staatsbürgerin, dass mir überhaupt kein Schutz seitens der österreichischen Botschaft zustand, obwohl ich mit dieser Botschaft in Kontakt war. Ich habe das in meinem Buch damals auch eben niedergeschrieben. Und genau aus diesem Grund habe ich mich auch als Ministerin für konsularischen Schutz sehr eingesetzt. Aber wie gesagt, es ist eine Frage der jeweiligen Praxis, des Rückgrats, politischen Haltung. Und ja, das US-Konsulat in Kiew hat nichts unternommen, um dem Staatsbürger Lira medizinische Versorgung zukommen zu lassen, Rechtsbeistand, und trägt daher auch eine gewisse Mitschuld an seinem Tode. Ja, Frau Kneißl, und wir möchten in Anbetracht der Demonstration diese Woche in Deutschland der Landwirte auch mal ausnahmsweise über Innenpolitik zu sprechen kommen, denn diese Proteste haben schon fast mittlerweile ein historisches Ausmaß genommen. Auch jetzt, 2 Wochen nach Beginn dieser Proteste, hören sie einfach nicht auf. Es werden weiterhin zahlreiche große Städte hier in Deutschland belagert von den Traktoren der wütenden Landwirte. Im Kern ging es eigentlich ursprünglich mal um eine Subvention von Agrardiesel, die im Zuge des Karlsruher Urteils nicht mehr gewährleistet werden sollte von diesem Jahr an. Darüber wird jetzt gerade noch verhandelt. Die Politik zeigt sich aber bisher zu keinen großen Kompromissen bereit und besteht weiterhin darauf, die Subvention von Agrardiesel einzustellen. Aber, und das sei mal noch mit angefügt, mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass die Proteste sich gegen viel mehr richten als nur gegen das Ende dieser Subvention. Sie fordern einen Rücktritt der Regierung, dass die Ampel muss weg, ist immer wieder zu hören auf den Demonstrationen vor Ort in ganz Deutschland. Und ja, sie fügt sich auch in eine Reihe von zahlreichen Demonstrationen der letzten Jahre von wütenden Landwirten. Wir erinnern uns an die Demos in den Niederlanden oder auch in Frankreich, wo derzeit auch wieder vermehrt auf die Straße gegangen wird. Also Frau Kneißl, wie sehen Sie das? Wie blicken Sie auf diese Proteste der Landwirte? Und glauben Sie tatsächlich, dass es im Zuge dieser großläufigen Demonstration womöglich zu einem Rücktritt zu Neuwahlen kommen könnte? Wie sehen Sie das? Wenn man es ganz knallhart politisch arithmetisch sehen will, ist meine Antwort nein, weil die Landwirte stellen rund 5% der Bevölkerung und damit eine sehr vernachlässigenswerte Wählergruppe. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Da, nicht, dass sie mehr stellen würden, aber die Landwirte Frankreichs sind sehr rasch
auf den Barrikaden und werden an sich auch von fast allen politischen Parteien sehr ernst genommen. Also da ist ein anderer Bezug der traditionellen Großparteien, nicht nur der Konservativen, auch der Sozialdemokraten zu den Landwirten gegeben. In Deutschland braucht es immer relativ lange, bis demonstriert wird. Aber wenn dann demonstriert wird, dann kommt es natürlich zu einem bekannten Slogan, wir haben die Schnauze voll, mit uns nicht weiter. Und dann wird's heftiger. Ja? Also es ist dann nicht mehr so folkloristisch, wenn ich das sagen darf, wie in Frankreich. Ich habe Streiks in Frankreich miterlebt, auch Bauernstreiks. Die haben manchmal etwas Folklorehaftes an sich, aber in Deutschland ist das alles ein bisschen härter. Und es haben sich ja interessanterweise diesen Bauerndemonstrationen auch die Mitarbeiter der Eisenbahnen angeschlossen. Es spiegelt die miese Stimmung in Deutschland grundsätzlich wider. Und ich habe nur auf Videos gesehen, die Rede zum Beispiel von Finanzminister Lindner, wo also ganz, ganz klar niedergebuht wurde. Und wo man auch die Hilflosigkeit dieser Berufspolitiker sieht, mit einer Berufsgruppe wie der Landwirte überhaupt eine gemeinsame Sprache zu finden. Ja, also man hat den Eindruck, die können sich vielleicht mit anderen Berufsgruppen besser an einen Tisch setzen, aber die Landwirte, das übersteigt ihre Fähigkeit. Und daher ist das alles doch jetzt ein, würde ich sagen, mal auf einer neuen Ebene gelandet. Will man das Thema etwas größer historisch betrachten, und ich habe das in einem Post auf Telegram gemacht vor ein paar Tagen, die Bauernrevolten in Deutschland, 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, aber dann auch vor allem nochmals 1830 und 1848, als die großen bürgerlichen Revolutionen waren, es waren dann nicht nur Bauernrevolten, sondern da gingen dann alle auf die Straße, das hat dann doch immer wieder zu gewaltigen politischen Umbrüchen geführt. Und einer der bekannteren Revoltenanführer war Thomas Müntzer, der dann auch in der DDR seine Rolle hatte als ein Held der Arbeiter- und Bauernaufstände insgesamt, obwohl er an sich unter Anführungszeichen nur Bauernrevolten angeführt hatte. Aber im größeren historischen Zusammenhang gesprochen, würde ich das alles jetzt mal nicht unterschätzen, wenn ich ein deutscher Bundespolitiker wäre. Aber ich glaube, sie haben es nicht wirklich verstanden. Also die Botschaft der Landwirte, die jetzt mal nur 5% der Bevölkerung stellen, daher eine relativ vernachlässigenswerte Wählergruppe, aber sie ernähren das Volk. Und es kam ja auch am Rande dieser Demonstrationen zu ganz kuriosen Aussagen von diversen Grünpolitikerinnen, die eben auch darauf hinwiesen, Landwirtschaft, zu viel CO2-Ausstoß, zu viel Methanausstoß. Ja, worauf soll das hinauslaufen? Dass Deutschland seine landwirtschaftliche Produktion einstellt, nur mehr importiert, nur mehr Laborfleisch oder was auch immer. Also ich muss auf den Punkt zu bringen, das alles ist ja nur das Epizentrum einer völlig verfahrenen Situation, in der Deutschland sich befindet. Und zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums am Montag war in der Financial Times ein großer Artikel: Deutschland ist unter den worst performances of major big economies. Also Deutschland hat die schlechteste Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 erbracht unter den wesentlichen großen Volkswirtschaften. Also Deutschland ist viel, viel stärker abgefallen als Italien oder Spanien. Deutschland ist weltwirtschaftlich eben mittlerweile von Russland auch überholt worden, was bestimmte Parameter anbelangt. Und das alles ist offenbar immer noch nicht in die Etagen des Bundeskanzlers und des Wirtschaftsministers und so weiter gelangt. Also man fragt sich schon, in welcher Wirklichkeit leben die wesentlichen Bundespolitiker Deutschlands? Ja, in einer wirklich merkwürdigen Parallelwelt müssen diese Herrschaften da oben leben. Diesen Eindruck habe ich auch zunehmend. Frau Kneißl, ich bedanke mich vielmals mit diesen abschließenden Worten von Ihnen für den heutigen wieder mal sehr spannenden Podcast mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen abschließenden Tag in St. Petersburg. In Russland ist ja schon etwas später. Sie sind seit der Zeitumstellung und schon 2 Stunden
Stunden voraus. Das heißt, bei Ihnen ist jetzt schon früher Nachmittag. Machen Sie sich noch einen schönen Tag und bis nächste Woche, Frau Knessel. Vielen Dank, lieber Flavio. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Und ich freue mich, dass wir das Jahr 2024 mit unseren Gesprächen fortsetzen können. Weiß unsere Konversation in deutscher Sprache sehr, sehr zu schätzen, weil es gibt sonst wirklich nicht so viele, mit denen ich noch in deutscher Sprache hier sprechen kann. Aber ist umso schöner, diese interessanten Themen mit Ihnen zu besprechen. Alles Gute und ich hoffe, dass wir nächste Woche uns allen einander gute Nachrichten vermitteln dürfen. Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank auch an alle Zuhörer, die heute wieder mit dabei waren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Genießt das schöne Winterwetter da draußen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.